Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Doom. In der letzten Folge haben wir die Res-Ops-Zentrale erreicht und müssen nun den dritten Satelliten online bringen, um zu sehen, was ist hier eigentlich los. Um das zu schaffen, wurde in der letzten Folge unser Waffenarsenal ordentlich aufgepimpt. Wir haben nicht nur die Paintsaw erhalten, sondern auch das schwere Maschinengewehr. Und falls ihr denkt, dass das schwere Maschinengewehr dieses pitzlige kleine Ding aus Doom 3 ist, dann habt ihr euch getäuscht, das ist eine echt krasse Wumme. Wir müssen jetzt allerdings noch, bevor wir weiter in diesem Level fortfahren, ihr seht ja, dass es hier noch einiges zu tun gibt, wenn man mal guckt. Also, die Hälfte des Levels haben wir noch gar nicht. Müssen wir jetzt hier erstmal mit der Schlüsselkarte noch in diesen Bereich gehen, weil wir hier nämlich die Sicherheitsverriegelung abschalten können. Und zwar müssten wir das hier können. Kein Sicherheitstoken, Sicherheitstest gelb, Bereichsabriegelung aktiv. Wir werden sie deaktivieren. Bereichsabriegelung überbrückt. Und das bedeutet, dass wir nun Zugang zu allen Bereichen haben, wo wir vorher nicht rein konnten. Hier haben wir außerdem noch Sprit für unsere Paintsaw. Jetzt müssten wir theoretisch auch hier reinkommen. Nein, kommen wir noch nicht. Aber wir können jetzt beispielsweise hier reingehen. Und das ist auch ganz wichtig. Denn in diesem Bereich gibt es immer noch zwei... Huch. Jo, das gilt auch direkt als Geheimnis gefunden hier. Dadurch haben wir auch direkt einen Waffenpunkt noch erhalten. Sehr schön. Oh, der Imp widersetzt sich. Aber wir werden ihn mit einem Glory Kill ausschalten. Da haben wir eine von zwei Elitewachen, die hier noch stehen. Den werden wir natürlich dann gleich benutzen. Glory Kill. Dankeschön. Was haben wir hier vorne noch? Können wir da noch irgendwie rein? Hier kommen wir her. Nein, gar nicht wahr. Wir kamen daher. Gehen wir nochmal eben hier gucken, was ist hier noch? Hier scheint es ansonsten nichts mehr zu geben. Hier hinten gab es auch nichts mehr, also versuchen wir mal, hier noch irgendwo reinzukommen. Aha. Denn das gehört auch unmissverständlich zusammen. Denn hier bekommen wir jetzt eine Waffe, die wir sonst eigentlich erst viel später im Spiel bekommen hätten. Nämlich das Plasmagewehr. Und das Ding ist absolut krass. Halte Q gedrückt, um das Waffenauswahlrad aufzurufen. Hier kannst du zwischen deinen gesamten verfügbaren Waffen wechseln. Hier sehen wir es. Also wir haben aktuell natürlich die Pistole, Schrotflinte, schweres Sturmgewehr und das Plasmagewehr. Und ihr seht, es ist noch Platz für vier andere Waffen. Und glaubt mir, die werden sehr durchschlagskräftig sein. Und das müssen sie auch, denn die Dämonen werden natürlich auch nicht gerade kleiner. Gehen wir mal hier durch. Und jetzt kommen wir in diesen Bereich zurück. Sehr interessant. Und können nochmal auf der Map schauen, was es hier jetzt noch zu finden gibt. Wir haben alle Herausforderungen soweit geschafft. Es gibt aber noch einige Geheimnisse, einige Extras. Hier unten beispielsweise ist jetzt noch eine Elitewache. Die haben wir aber gefunden. Das müsste zumindest die sein. Jetzt haben wir hier noch ein Gebiet, wo wir vorher nicht reingekommen sind. Das ist hinter dieser großen Abriegelung. Ich glaube aber, ich weiß, wie wir da reinkommen. Es ist doch schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe, deswegen kann es sein, dass mich meine Erinnerung da so ein bisschen trügt, aber wir müssen, soweit ich weiß, mit dem Aufzug fahren. Und keine Sorge, wir werden uns gleich noch die Einträge durchlesen. Ich weiß, das liebt ihr so. Die Einträge des schweren Sturmgewehrs und natürlich des Plasmagewehrs. Ich finde aber, dass alle Waffen in diesem Spiel ein enormes Feedback, ein Trefferfeedback haben. Das sieht man an den Dämonen, das sieht man aber auch an der Schlagkraft dieser Waffen und natürlich auch an dem Sound, der sehr eindeutig und sehr stark ist. Sehr kräftig. Gucken wir uns das mal eben an. Hier war ein Gebiet. Hier hinten. Hier ist ein Abschnitt, da müssen wir ran. Aha. Ja. Hier ist noch ein Geheimnis. Hier ist der, wo wir hin müssen. Da bin ich vorher nicht lang gegangen. Das war ein Fehler, denn das führt zu diesem Bereich,
mit der Elitewache. Die liegt nämlich da vorne. Geheimnis gefunden. Hervorragend. Wir können uns gleich ziemlich upgraden, muss man sagen. Man hätte, by the way, auch diesen Roboter noch nicht aufnehmen müssen und hätte warten können bis zum schweren Sturmgewehr, um dann eine Mod für das schwere Sturmgewehr auswählen zu können. Aber da wir das sowieso alles früher oder später bekommen, habe ich das jetzt als nicht so schlimm empfunden. Deswegen ist das schon okay. Ja, uns fehlen nur noch zwei Extras. Eine Argent-Zelle, die wir später noch bekommen. Und dann können wir, ja, weitergehen, würde ich sagen. So, hier haben wir jetzt 5, die wir vergeben können. Hier ist beides gesperrt. Bei dem Plasma-Gewehr natürlich auch. Gucken wir hier nochmal. Reduziert die Aufladezeit zwischen Explosivschüssen. Das finde ich ganz gut. Das nehmen wir. Wir sehen jetzt, dass die nächste Verbesserung tatsächlich 5 Punkte kostet. Und hier erhöht die Feuerrate der Salven. Das nehmen wir auch mal rein. Bei der Pistole verkürzt die Erholungszeit der Pistole. Bewege dich mit voller Geschwindigkeit bei Nutzung von aufgeladenem Salvenschuss. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Das können wir auch nochmal nehmen. Ansonsten können wir bei dem Prätorenanzug auch 2 Sachen machen. Verbessert Kapazität und Nachladezeit von Ausrüstung. Das ist wichtig. Verkürzte Nachladezeit für Ausrüstung. Nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Der Kompass pulsiert, wenn sich versteckte Bereiche... Das machen wir. Denn als nächstes können wir für 3 Marken dieses bekommen. Erkundungsgegenstände tauchen automatisch auf der Automap auf. Und dann müssen wir nämlich keine Angst mehr haben, dass uns irgendwelche Secrets entgehen könnten. Und das finde ich da schon ganz, ganz ordentlich. So, als nächstes werden wir... Ah, Geschicklichkeit wurde hier auch freigeschaltet, wie ich gerade sehe. Du wechselst schneller die Waffe, du greifst schneller nach Vorsprung oder du wechselst Waffenmods schneller. Das kommt später auch noch zum Tragen und ist gar nicht unwichtig. So, das schwere Sturmgewehr. Obgleich es erst vor kurzem vom Plasmagewehr als Standardwaffe der UAC abgelöst wurde, ist das schwere Sturmgewehr dank seines zuverlässigen mechanischen Feuermechanismus, der hohen Zielgenauigkeit auf große Entfernungen und einem umfassenden Munitionsangebot nach wie vor weit verbreitet. Die Waffe ist für alle Entfernungen geeignet und am wirkungsvollsten gegen einzelne Ziele. Es sei denn, sie ist mit Mikroraketen ausgestattet. Ja, die kann man für das Ding tatsächlich bekommen. Die Standardmunition besteht aus Kaliber 50 FMJ Geschossen. Und das Plasmagewehr. Das Plasmagewehr fand mit der Einführung der Argent-getriebenen elektromagnetischen Beschleuniger weite Verbreitung beim Militär. Basierend auf dem HIPGD-Design des frühen 21. Jahrhunderts gibt diese Waffe schnelle Salven von Plasmoiden ab, die beim Ziel sowohl durch den Aufprall als auch durch die Hitze Schaden zufügen. Das sieht übrigens ziemlich original so aus wie das Ding aus Doom 3. Ich glaube, großartig unterscheidet sich das gar nicht. Dann haben wir Heilstationen noch kennengelernt. Diverse Med-Heilstationen haben die gleichen Design-Spezifikationen wie der Vorgänger, das Gesundheitspack. Allerdings wurde die Nanobot-Verteilung verbessert und die zelluläre Analyse beschleunigt. Legt der Patient seinen Arm in die Behandlungsmanschette, führt diverse Med-Stationen einen mikrozellulären Scan des Patienten durch und verabreicht ein Nanobot-Paket, das zelluläre Schäden behebt. Danach werden Schembündel injiziert, wodurch die Erholung des Patienten deutlich beschleunigt wird. Bei einigen Patienten kann es durch die Nutzung von Versa-Med-Stationen zu Schwindelgefühlen kommen. Dies lässt sich bekämpfen, indem der Patient seinen Arm ein zweites Mal in die Station legt. Dieser Schritt lässt sich beliebig oft wiederholen. Ja, ich finde es cool, dass die Entwickler sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, da irgendwie so pseudowissenschaftliche Erklärungen für zu finden. Da habe ich auf jeden Fall Respekt vor. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal unsere neuen Waffen ausprobieren. Wir müssen allerdings hier jetzt die Luftschleusensteuerung aktivieren, damit wir in den nächsten Bereich kommen. Und das wird wieder ein Bereich auf der Marsoberfläche sein, wie ihr euch denken könnt. Denn ansonsten müsste man hier keine Luftschleuse haben. Oh yeah. Und da vorne sehen wir schon die ersten Gegner und benutzen wir mal. Seht ihr, was das Ding anrichtet mit den Feinden? Das ist einfach so krass, ey. Und schon haben wir den nächsten Glory Kill, den wir tatsächlich noch schaffen. Oh, das Ding ist gut. Es ist der Berserker-Modus, den es auch schon im Doom gab. Im normalen Doom. Die Keile haben Schilde. Jetzt können wir uns
wie es uns beliebt, durch die Gegner metzeln und sie einfach totprügeln. So lange, wie der Berserker aktiv ist. Wir sind natürlich auch agiler in dieser Form. Wie wär's denn mal hiermit, mein Freund? Nehmen wir doch mal den Explosivschuss zur Hilfe. Um den da oben zu erledigen. Ach, der will vielleicht die Granate haben. Wow. Echt, ey, im Bann des Doom Marine. Hat das gereicht? Das hat gereicht. Danke für die Munition. Ja, das schwere Sturmgewehr ist schon richtig krass. 360, bitch! Hier haben wir noch ein explosives Fass. Vielleicht können wir das benutzen, um den da oben platt zu walzen. Das sieht nicht danach aus. Und BAMS! Oh. Wenig Gesundheit. Da sollten wir jetzt vorsichtig sein. Wo haben wir die nächsten Spastis? Da vorne. Carmelo Dämon. Imp. Yay, Dämonenkonfetti. Ja, Health Pack. Thank you. Ich glaube, hier haben wir erstmal alles ausgelöscht. Da vorne ist noch Rüstung. So, sehr schön. Wie kommen wir nun weiter? Oha! Da ist er. Das ist der Typ, der noch gefehlt hat. Ich dachte gerade schon die ganze Zeit, hä? So, Aufzug rufen. Werfen wir einen Blick auf die Map. Es ist relativ klar, dass wir da oben hin müssen und dass hier beispielsweise ein extra versteckt ist. Hier ist unser Hauptziel. Wir werden jetzt mal gucken. Man kann auf jeden Fall hier rüber kommen. Das ist unser Hauptziel. Ich weiß gar nicht, müssen wir nicht, da muss ich nicht hin. Man musste aber irgendwie noch auf das A da oben, guck mal. Das habe ich gerade nicht gesehen, das war genau das, was ich sehen wollte. So, hier hoch. Jetzt müssen wir hier einmal außen rum. Die Weitsicht ist auch richtig cool hier. Ich meine, man erkennt nicht viele Details, aber man kennt so andere Bereiche der Station. Hier ging es irgendwie weiter. Da. Very nice. So, jetzt sind wir hier oben. Und irgendwo gibt es hier etwas Wichtiges. Was war da vorne nochmal? Ah, richtig. Von hier aus kommt man da auch ans Ziel. Allerdings bewegen wir uns jetzt erstmal in diese Richtung und finden das Extra. Exploding Fist. Doom Marine Modell gefunden. Deswegen kann er sich damit offenbar so gut identifizieren. Bums. Und da sind wir. Bisschen Munition kriegen wir noch dazu. Was ist mit ihm los hier? Energieausfall. Sicherheitsfreigabe scannen, um Satellitenausrichtungssequenz fortzusetzen. Okay, gib mal Patschehändchen. Da ist der Satellit, der dadurch jetzt neu ausgerichtet wird. Verlust in der Basis. Ich habe deinen Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Was hat der Kerl für ein Problem? Warum sollte er mich blockieren? Ich will doch nur antworten. Ist das zu viel verlangt?
Verlange ich tatsächlich zu viel? Ich bin mir nicht sicher. Samuel Hayden ist auf jeden Fall ein Zeitgenosse, der mit Vorsicht zu genießen ist. Jetzt fehlt uns hier auch nur noch ein einziges Extra. Und wir werden mal gucken, dass wir da oben hinkommen. Das könnte nämlich das letzte Geheimnis sein. Ich gehe davon aus. Benutzen wir den Aufzug, um nach unten zu kommen. Mein schweres Sturmgewehr ist bereit für die nächsten Dämonen. Wir haben da an dem Fenster gerade nämlich welche gesehen. Und da sind sie doch schon. Jo, sorry. Kein Grund, den Kopf zu verlieren. Oder in den Sand zu stecken. Oder hängen zu lassen. Such dir eins davon aus. Rüstung. Gilt tatsächlich nicht als das Secret, was ich gesucht habe. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir müssen hier rein. Interessant finde ich, dass die besessenen Soldaten jetzt nochmal eine besondere Form bekommen haben, nämlich die mit Schild. Ja, ich glaube, da hilft dir dein Schild auch nicht wirklich. Muss man leider mal sagen. Danke, danke. Schleusensteuerung. Und rein ins Getümmel. Jede Menge gefühlte Computer. Okay. Da komme ich offenbar nicht rein. Da will ich aber vielleicht rein. Hier haben wir noch eine Elitewache, ganz wichtig. Aber wo ist denn diese Argent-Zelle? Die ist nochmal ganz wichtig. Fehler, Fehler. Überall Fehler, Fehler. Lokale Sicherheit gering. Fortfahren auf eigene Gefahr. Bereich entriegeln. Natürlich Bereich entriegeln. Was denkst du denn? Haben wir ihn so umgebracht. Ja, hier bekommen wir jetzt nochmal das schwere Sturmgewehr, aber außerdem einen monsterbesessener Wachmann. Und das ist eben der, den wir jetzt hier gerade gesehen haben, der halt nur ein bisschen verstärkt ist. Mit dem Schild. Jetzt können wir hier auch rein und bekommen Munition. Schade, ich dachte jetzt tatsächlich, das könnte die Argent-Zelle sein. Aber ansonsten ist hier auch nichts weiter. Es fehlt immer noch ein Extra. Das ist halt so, das möchte man nicht verpassen. Hier müssen wir rein. Na? Wieso schlägst du denn dran vorbei, Marine? So. Ah ja, hier kommen wir offenbar an die Elite-Wache ran. Danke, Imp. Sehr fein. Prätorenmarke erhalten und natürlich weitere Munition. Huch, willst du mitkommen auf meine fantastische Reise? Komm mit mir ins Dämonenland auf deine eigene Reise. Der Eintritt kostet den Verstand. Und ein bisschen Nerven wahrscheinlich auch. Fehlt immer noch ein Extra. Der wollte sogar zuschlagen, habt ihr das gesehen? Da muss er jetzt erstmal für kassieren, ey.
Matsch. Ich will das Level wirklich ungerne schon abschließen. Huch. What's that? Begib dich zum Vega-Terminal. Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Wenn du den Energiestoß überstehst. Die Argent-Zelle. Natürlich werde ich den Energiestoß überstehen. Was denkst du denn? Achtung, zu viel Energie. Leite Energie zu Subsystem. Und da können wir uns jetzt überlegen, ob wir unsere Gesundheit verbessern, unsere Rüstung oder die maximale Munitionskapazität. Ich gehe jetzt erstmal in diesem Fall auf die Gesundheit. Und nun haben wir 125. Reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 USC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der USC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Eine Kernschmelze in der Gießerei also, ja? Ich traue dem Kerl einfach nicht. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich traue ihm einfach nicht. Da oben. Da oben also. Da bin ich ja froh, dass ich offenbar wirklich nichts übersehen habe. Und wir damit alle Geheimnisse und Extras in diesem Level gefunden haben. Waffenpunkt erhalten. Ja, wie gesagt, ich traue diesem Samuel Hayden nicht. Es ist aber klar, dass wir etwas gegen die Kernschmelze tun müssen und auch gegen Olivia Pierce, wenn sie die Dämonen freiwillig freigelassen hat. Unsere Gesundheit hat sich jetzt, wie gesagt, erhöht von 100 auf 125. Das gilt auch immer. Das ist jetzt unser neues Maximalleben. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eben weitere Verstärkungen finden werden. Und die werden wir finden. Wir haben hier jetzt in der Datenbank noch etwas, und zwar die Argent-Energie. Zu Beginn der Entwicklung des Argent-Akkumulators stellte sich heraus, dass Argent-Plasma seine Struktur behält, wenn es mit ausreichend radioaktiven Isotopen beschossen und zu einer Hayden-Radiosphäre, benannt nach Samuel Hayden, zusammengepresst wird. Wird die Oberflächenspannung der Sphäre durch etwas gestört, verliert sie sich die in der Sphäre enthaltene Energie sehr schnell. Dadurch wird praktisch alles energetisiert, womit diese Sphäre in Kontakt kommt. So wie wir gerade. Argent-Speicher waren die Vorläufer des Argent-Akkumulators, aber ihre Empfindlichkeit macht sie für eine breite Nutzung unpraktikabel. Allerdings finden sich noch hunderte Prototypen dieser Argent-Speicher in der Argent-Einrichtung. Sie gelten als eine Art Sammlerobjekt unter den Angestellten der UAC. Sollten sie auf einen Argent-Speicher stoßen, melden sie dies ihrem Abteilungsvollstrecker. Dann haben wir hier noch den besessenen Wachmann.
Einheiten besessener Wachmänner legen das komplexeste Kampfverhalten aller besessenen Menschen an den Tag. So rücken sie im Schutz ihrer Schilde vor und feuern dabei über die Schilde hinweg. Besessene Wachmänner verzichten auch auf ihre Schilde, um treffgenauer schießen zu können, auch wenn das zulasten ihrer Verteidigung geht. Und Artefakte, da haben wir den Berserker ja gefunden. Testsubjekte, die diese Sphäre ausgesetzt werden, verfügen über enorme Kraft und zeigen ein extrem aggressives Verhalten. Die Berserker-Sphäre steigert die Aggression derart, dass Subjekte jedes Lebewesen angreifen und sich sogar selbst Schaden zufügen, wenn sonst kein Ziel zur Verfügung steht. Überlebt das Subjekt den Test, bleibt es in einem wahnhaften Zustand und sollte getötet werden. Tja, dann sollte man mich wohl töten. Leider wird das keiner auf dieser Station schaffen, zumindest, ja, nicht in nächster Zeit. Damit haben wir das zweite Level von Doom abgeschlossen und treten sogleich ins dritte Level über, und das ist die Gießerei. Hier bekommen wir nochmal eine schöne Übersicht und merken, dass wir ganz gut abgeschnitten haben. Wir haben alles gefunden soweit und können daher stolz fortschreiten. Level 3. Die Gießerei. In der Gießerei werden wir einem Feind begegnen, der auch sehr, sehr klassisch für Doom ist. Jetzt, da der Satellit wieder online ist, werden das Ausmaß und der Ursprung des Angriffs erkennbar. Olivia Pierce, die leitende Wissenschaftlerin des Lazarus-Projekts und Kultanführerin, hat eine Höllenwelle aktiviert und hunderte von Dämonen aus ihren Zellen in den Lazarus-Laboren befreit. Die dadurch ausgelösten Zerstörungen haben die Einrichtung an den Rand der vollständigen Vernichtung gebracht. Die Reaktoren der Gießerei stehen kurz vor der Kernschmelze. Samuel Hayden, ein Überlebender und zugleich der Chef der Mars-Station, hat dir seine Hilfe angeboten, falls du sie brauchst. Was nicht der Fall ist. Du brauchst nur Munition und eine Möglichkeit, die Kernschmelze zu verhindern. Das stimmt. Kernschmelze. Hui hui. Verhindere die Kernschmelze. Was müssen wir dafür tun? Oha. Was ist hier passiert? Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Ja, die Kampfbewertung. Durch Kämpfe... Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Dafür müssen wir also 4 Blutnester vernichten. Durch Kämpfe kannst du dir Waffenpunkte verdienen. Deine Kampfbewertung verbesserst du, indem du während einer Mission so viele Dämonen wie möglich findest und tötest. Das sehen wir außerdem im oberen rechten Bildschirmeck. Da haben wir diese 5 Markierungen. Je nachdem, wie gut und effektiv wir in den Kämpfen sind, bekommen wir nochmal extra Waffenpunkte, die wir eben dann einsetzen können. Wir haben jetzt hier nicht so viele Extras. Wir haben wieder 3 Elitewachen, eine Felddrohne, eine Argentzelle und ansonsten hier... Töte 3 Besessene mit einem explosiven Fass. Führe 3 Tod von oben Glory Kills bei besessenen Soldaten aus, von oben. Und eingefleischter Sammler. Finde 2 Sammlerstücke. Das sollten wir eigentlich alles ganz gut machen können. Wir sehen hier jetzt schon unsere 4 Ziele. Wir werden mal so langsam. Hier wurde ein dämonisches Ritual abgehalten. Deswegen auch das Pentagramm. Und diese Leichen hier an den Wänden. Das ist die Gießerei. Und es ist ein verdammt feuriges Level, wie ihr seht. Es ist ziemlich eindrucksvoll, wie ich finde. Ist der Besessene da gerade runtergeplumpst? Ja, ist er. Ja. Den töten wir lieber sofort. Hier haben wir direkt die Felddrohne? Really? Okay. So, jetzt haben wir hier schweres Sturmgewehr, Mikroraketen oder taktisches Zielfernrohr. Wir nehmen unbedingt die Mikroraketen. Halte die Waffenmod-Taste gedrückt, um einen Mikroraketenwerfer auszufahren. Das ist echt krass. Und halt eine unfassbare Schlagkraft. Da sehen wir das. Irgendwie sind die Besessenen alle verschwunden.
Also da klappt hier im Prinzip dieser Raketenwerfer aus und das ist einfach nur richtig cool. Bereiche die Gießerei. Der Ort, wo wir uns gerade befinden. Glückwunsch, Fürsprecher! Wenn Sie diese Nachricht lesen, wurden Sie ins Gießerei-Ressourcenteam befördert. Wenn Sie für diesen Dienst vorgeschlagen wurden, gehören Sie zur Elite unter den Fürsprechern der Stufe 1, deren Arbeit und Engagement unsere Mission unter Volldampf am Laufen halten. Als Mitglied der Abteilung Gießerei-Ressourcen haben Sie Zugang zu einem Teil der fortschrittlichsten UAC-Ausrüstungen, wie etwa den Gripton-Frachtlader, die Nexgraph-Sprungstiefel und Dino-Phasic-Aufzüge. Neue Mitglieder sollten sich überlegen, ob sie als Zeichen ihres Vertrauens in unsere Forschung ein äußerst exklusives Team-Tattoo beantragen. Team-Tattoos sind ein Zeichen ihrer unermüdlichen Arbeit für die UAC und können beantragt werden, indem sie sich für eine der Studien zu Lazarus-Wellen anmelden. Wenden Sie sich an Ihren Stufe 3 Forschungstechniker, um Ihr Pentagrammzeichen noch heute zu beantragen. Mein Gott, sind die alle durchgeknallt. Das ist echt traurig. Hier haben wir die Mikroraketen. Ein Mehrkammerzylinder unter dem Hauptlauf kann mit bis zu 6 HMX-Raketen bestückt werden. Diese kleinen, aber tödlichen Raketen wurden dazu entwickelt, ein einzelnes Ziel mit mehreren Sprengladungen einzudecken. Können aber auch dazu verwendet werden, mehrere Ziele innerhalb eines engen Wirkungsradius unter Feuer zu nehmen. Die Raketen detonieren kurz nach dem Aufprall. Mit der Kettensäge haben wir 8 Kills, mit dem schweren Sturmgewehr 24, mit der Shotgun 63 natürlich. Das Plasmagewehr habe ich noch nicht eingesetzt. Aus Balancing-Gründen natürlich, weil das sonst viel zu einfach wäre. Nein. Ja, das war's für das dritte Video von Doom. Beim nächsten Mal gucken wir uns die Gießerei genauer an und werden einen sehr, sehr alten Feind treffen. Und hoffentlich besiegen. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure. Huch!